Und hiermit ein herzliches Willkommen zum zweiten Teil der Let's Play-Serie Nathan Drake Collection Gameplay. Mein Name ist Shushu18 und heute werden wir den zweiten Teil zu dieser Serie machen. Und ich werde mit euch schauen, wie der Rest der Demos ablaufen wird und werde dann am Ende eine Bewertung abgeben. So eine Bewertung aus meinem Empfinden im Vergleich zu, wenn ich diese Demo mit dem Spiel. Also mit dem zweiten Teil der Serie vergleiche. Ja, und dann werde ich, wie gesagt, ein Feedback abgeben und bis dahin werden wir mal schauen, wie der Rest dieser Demo so abläuft. Wir befinden uns gerade hier in Nepal und ich bin ja gerade hier rüber geklettert und habe hier auch schon einige Gegner runtergeworfen und wir müssen jetzt hier für unsere liebe Freundin Chloe, für unsere. Ja, was soll ich sagen? Sie ist so das Pendant zur dem blonden Mauerblümchen, wo ich gerade den Namen nicht weiß. Jedenfalls sind wir hier gerade in, ja, was habe ich gesagt? In Indien, genau. Ne, nicht in Indien. Wir sind in im Himalaya, glaube ich. Oder? Ich überlege gerade. Ja, glaube ich, eins von beiden. Könnt ihr auch gerne in den Kommentaren lassen. Wo genau wir uns hier gerade befinden, nur mal so als Vergleich, also ich finde, so als Anmerkung, so das Auge liegt hier, wie gesagt, im Detail und nicht in der Weitsicht, was ich schade finde, da es gibt ja auch Far Cry 4, 4, ja, oder 3, ne, 4 glaube ich, Far Cry 4, und das ist ja genau in der gleichen Region, obwohl das ja eine fiktive Landschaft in dem Spiel ist. Aber es ist ja so ähnlich wie hier und ich finde, okay, das ist jetzt ein neues Spiel, was entwickelt wurde. Das kann man ja schlecht mit einem Remastered Game vergleichen, aber das ist schon tausendmal besser von der Weitsicht als das hier. Und wie gesagt, ich weiß auch nicht so genau, ob es diese Kollektion einfach nur dazu gedacht ist, um die PS3-Spiele neu auf der PS4 rauszubringen oder um sie gegebenenfalls auch noch zu verbessern. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, was von beiden jetzt zutrifft, aber ich glaube eher leider nur das Erste. Ja, und jetzt werden wir hier mal weiterschauen. Hier befindet sich einer. Und bam, ausgeschaltet. Puff. Das war's. Ich bin der lautlose Killer. Ich bin Ninja Nathan Drake. Ah, ich habe gerade eine Idee. Vielleicht gibt es ja hier oben in dem Fahrstuhl gibt's nämlich einen Schatz. Mal gucken, vielleicht finden wir den. Aber ich glaube eher kaum. Müsste, glaube ich, gleich einer runterkommen. Wie gesagt, ich wollte ja nicht mal. Was ist denn die Nachladen eigentlich? Ja, wie gesagt, der Schatz wäre ja eigentlich drin gewesen, aber der ist hier nicht vorhanden, deswegen haben sie ja wohl die Schätze ausgestellt. Und jetzt gucken wir mal, wie der Rest so abläuft. Ich habe gesehen, hier mit diesem Board kann man eigentlich das Tagebuch abrufen, aber das geht, glaube ich, gerade auch nicht. Ja, will ich mal gucken.
Wir werden mal nachladen. Ach, mit 3 wechselt man die Waffe. So. Müssen wir hier rum, obwohl können wir da nicht auch durch? Ja, sieht nach Stahl aus. Vielleicht können wir da eine Flasche nehmen. Vielleicht auch mehrere. Die hier hinstellen. Nehmen wir nochmal die da in der Ecke. Dann nehmen wir nochmal die hier. 3. Ich glaube, 3 müssten reichen. So. Nehmen wir schon in Deckung. Dann schießen wir da mal drauf. Das geht leider nicht. Dachte, man kommt da durch. Dann müssen wir wohl hier wieder rüber. Schon nicht schlecht, also schon diese Atmosphäre. Obwohl, das ist ja, wenn man das vergleicht, es ist so ähnlich wie diese PS1 bzw. PS2 Spiele, die hier neu auf der PS4 wieder rauskommen. Ah, ich muss dazu sagen, okay, das ist ja PS3-Spieler, trotzdem irgendwie habe ich mir von der Grafik mehr erhofft, muss ich sagen. Du hast mich doch nicht etwa vergessen? Ich hab's. Jetzt müssen wir hier hoch. So, da kommt Chloe, die Gute. Mit dir. Ja, das fängt ja an, dir Spaß zu machen. So, und jetzt geht es hier hoch aufs Dach. Mal gucken, ob dieser eine Trick, der gleich mit dem Pool funktioniert. Naja, dann können wir ja mal gucken, ob das. Ich glaube, dass sie hier bei der Demo einige Teile bzw. einige Zwischensequenzen und Funktionen rausgeschnitten haben von dem hauptsächlichen Spiel. Ich meine, das sieht zwar geil aus hier, aber hätte diese Demo wirklich diese Weitsicht wie Far Cry 4, dann wäre es einfach bombastisch. Und ein Kritikpunkt ist auch, dass ich da jetzt vielleicht, wenn wir Hey, schwimmen. check it out. Marco. Wirklich? Na komm. Nein. Marco. Polo. Ah, doch, funktioniert. Aber eigentlich müsste es jetzt, wenn wir Marco Polo spielen, müsste es eigentlich eine Trophäe geben, aber die gibt es ja bei einer Demo nicht. Landratte. Ich finde, dass der leicht abgehackt läuft, so leicht hektisch. So, wir befinden uns jetzt hier oben in der Bar und jetzt müssen wir hier rumklettern, also beziehungsweise hier auf den Rand gehen und dann gelangen wir über diese Seilbahn, beziehungsweise über dieses Seil, was gespannt ist. Ich weiß nicht, ob man das jetzt von hier sehen kann. Da, genau. Ich mal kurz die Waffe da. Müssen wir hier rüber. Und wir gelangen dann nach da drüben. Wir müssen eigentlich zu einem dieser Tempel hingelangen. Da ist dann so ein komisches Zeichen drauf. Und da müssen wir dann im Tempel suchen wir ja nach diesem einen Schatz, beziehungsweise wir haben ja diese Karte, die geht ja leider hier nicht aufzurufen. Und da suchen wir dann ja, wie gesagt, nach dem Schatz. So. Na, ich habe mir überlegt, eigentlich wollte ich ja jetzt hier gleich am Ende das Feedback zu dieser Demo machen. Aber habe ich mir gedacht, ah komm, da kommt jetzt dann noch ein gewaltiger Teil. Da mache ich da nochmal eine dritte Folge draus, weil ich finde, es bringt mir schon Spaß, diese Demo zu spielen, auch wenn es jetzt nur eine Demo ist. Und na, ich dachte mir, vielleicht zeige ich euch mal ein bisschen mehr als nur 2 Folgen von dieser Demo. Deswegen, ja, wie gesagt, ihr könnt jetzt gerne nochmal
Feedback hinterlassen zu diesen Kommentaren, die ich erwähnt habe, beziehungsweise zu meinen Fragen an euch. Und ja, wie ihr das Video fandet, ein Feedback einfach so, damit ich weiß, ah, soll ich in Zukunft nochmal wieder solche Videos machen und wie ihr das fandet. Und dann könnt ihr auch gegebenenfalls bitte auf Gefällt mir klicken und mich abonnieren. Ich mache in Zukunft Let's Play Videos hier zu The Nathan Drake Collection, zu dem ersten Teil, zum zweiten Teil und zum dritten. Und dann, wenn der vierte Teil rauskommt, auch dazu. Und ja, wie gesagt, schaut euch dann auch mal meine anderen Videos an, meine Playlist, The Road to the Match Day Matches mit dem HSV und The Road to the German Champion mit dem HSV und dem FC Bayern München. Und dann habe ich noch die weitere Playlist, The Road to the Irish Champion mit FC Limerick. Den könnt ihr ja auch mal angucken, also diese Playlist. Würde mich sehr freuen, wenn ihr euch diese Playlist, also die FIFA-Playlist von FIFA 16 anschaut und da auch gegebenenfalls nochmal Kommentare hinterlasst und ja, mir ein Feedback hinterlasst, damit ich weiß, ah, mache ich es gut, mache ich es schlecht, was kann ich verbessern und da würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Euer Schuschu 18.